Joshua, 2-2 hier in Wolfsburg. Ja, ist das eher ein eher verlorene 2 Punkte oder eher ein gewonnener Punkt? Ja, ich denke, auf der einen Seite ist es einfach schade, dass wir nach der Führung so ein Tor herschenken, die einfach selber wieder ins Spiel holen. Die hatten eigentlich schon keinen Bock mehr, nachdem wir geführt haben. Dann klar, liegen wir hinten kurz vor der Halbzeit, haben sie gut gespielt. Und ja, ich glaube, wenn man mit dem 1-2 in die zweite Halbzeit geht, muss man hinten raus dann zufrieden sein mit einem Punkt. Besser, als wenn man hier gar nichts mitnimmt auswärts. Und insofern sind wir, denke ich, alle jetzt zufrieden mit dem 2-2 am Ende. Sie sind sehr stark gestartet. Woran hat letztendlich denn gelegen, dass man nicht über 90 Minuten diese Leistung halten konnte? Ja, es ist immer schwierig. Ich meine, das ist am Ende auch irgendwie diese hohe Kunst, oben zu bleiben und immer 90 Minuten, über 90 Minuten voll konzentriert zu spielen, ohne eben so ein Ding mal drin zu haben. Ich meine, wir haben die letzten Spiele nie was in der Art gehabt. Heute war es halt mal so weit. So ist halt Fußball und das ist am Ende manchmal so. Ja, Marv, 2-2 hier in Wolfsburg. Sind das eher 2 verlorene Punkte oder ein gewonnener Punkt? Ja, am Ende kann man doch sagen, verdienter Punkt auf jeden Fall. Also wir haben dann mit dem 1-0 haben wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle und dann aus dem Nichts kriegen wir 2 Dinger, fahren einen Gang runter bis zur Halbzeit und nach der Halbzeit machen wir es dann wieder gut. Und dann letzten Endes haben wir Moral bewiesen und im Strich 1 Punkt dann gewonnen wieder. Ihr habt erste Halbzeit sehr gut gespielt, beziehungsweise die anfangs. Warum konnte man die Leistung nicht 90 Minuten halten? Ja, das müssen wir nochmal intern aufarbeiten. Wieso wir nach dem 1-0 ein bisschen abbauen und vielleicht einen Gang zurückschalten. Ja, Rolf, 2-2 in Wolfsburg. Dein Fazit zum Spiel? Ja, mit dem Ergebnis, den Punkt muss man mitnehmen. Wir hätten uns natürlich gerne 3 hier verdient, aber das Wort sagt es schon, die haben wir uns eigentlich dann nicht verdient, weil wir nach dem 1-0 aufgehört haben, so zu spielen, wie wir Fußball spielen können und wollen. In dieser Phase schießt der Gegner dann 2 Tore und ja, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns dann eigentlich den Sieg verdient, aber dann will der Ball nicht rein und wir machen aber trotzdem noch den Ausgleich. So gesehen war es über weite Strecken waren wir Feld überlegen, haben Ball und Gegner laufen lassen und trotzdem schaut dann nur ein 2-2 raus. So ist der Fußball. Der bestraft dich auch, wenn du ganz einfach so wie wir dann die 20 Minuten herschenkst. Nichtsdestotrotz war die zweite Halbzeit dann aufopferungsvoll. Wir haben gut Fußball gespielt, haben uns viele Chancen rausgespielt und auf dem können wir wieder aufbauen für nächste Woche. Sind das denn eher 2 verlorene Punkte oder eher ein gewonnener Punkt? Ja, ich sag mal, aufgrund des Spielverlaufs ist es trotzdem ein gewonnener Punkt. Also wir sind nach dem 2-1 zurückgekommen, haben dann noch mehrere Chancen erarbeitet. Natürlich nimmst du lieber 3 mit, aber jetzt nehmen wir den einen mit, können auch gut mit dem leben und wissen auch aber, was zu verbessern ist nach wie vor.